kommen die Löcher im Käse her, von Kurt Tucholsky. Wenn abends wirklich einmal Gesellschaft ist, bekommen die Kinder vorher zu essen. Kinder brauchen nicht alles zu hören, was Erwachsene sprechen. Und es schickt sich auch nicht. Und billiger ist es auch. Es gibt belegte Brote. Mama nascht ein bisschen mit. Papa ist noch nicht da. Mama, Sonja hat gesagt, sie kann schon rauchen. Sie kann doch noch gar nicht rauchen. Du sollst bei Tisch nicht reden. Mama, guck mal, die Löcher in dem Käse. Zwei Kinder stimmen gleichzeitig. Ach, Top ist aber dumm. Im Käse sind doch immer Löcher. Eine weinerliche Jungenstimme. Ja, aber warum? Mama, wo kommen die Löcher im Käse her? Du sollst bei Tisch nicht reden. Ich meine, warum ist, wo der Löcher im Käse herkommt? Pause. Mama, die Löcher. Also ein Käse hat immer Löcher. Da haben die Mädchen ganz recht, ein Käse hat eben immer Löcher. Mama, aber dieser Käse hat doch keine Löcher. Warum hat der keine Löcher und warum hat der Löcher? Der Schweigen ist. Ich hab dir schon hundertmal gesagt, du sollst bei Tisch nicht reden. Komm, 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 iss. Aber wisst ihr, wo der Löcher im Käse ist? Aua, bist du, schubst doch nicht immer so. Ah! Geschrei, Eintritt, Papa. Da, was ist denn hier los? Ach Gott, der Junge ist wieder so ungezogen. Nee, ich bin gar nicht ungezogen. Ich will nur wissen, wo der Löcher im Käse herkommt. Der Käse hat Löcher und der hat keine. Papa, aber deswegen brauchst du noch nicht so zu brüllen. Mama wird dir das schon erklären. Mama, jetzt gibst du dem Jungen noch recht. Bei Tisch hat er zu essen und nicht zu reden. Papa, also wenn ein Kind was fragt, kann man ihm das schließlich erklären, finde ich. Mama, toujours en présence des enfants. Wenn ich es für richtig finde, ihm das zu erklären, werde ich ihm das schon erklären. So ist. Papa, wo doch aber der Löcher im Käse herkommt, das möchtest du aber gar nicht wissen, nicht? Papa, ja also, ja. Die Löcher im Käse, ja, das ist bei der Fabrikation, weißt du? Käse macht man aus Butter und aus Milch, nicht? Da wird er gegoren und da wird er feucht, ja, ja. Ach so, in der Schweiz machen sie das sehr schön. Du, wenn du groß bist, dann darfst du auch mal mit in die Schweiz. Das sind so hohe Berge, da liegt ewiger Schnee drauf. Das ist so schön, wa? Aber, Papa, wo kommen deine Löcher im Käse her? Na, ich hab's dir doch eben erklärt. Die kommen, wenn man ihn herstellt, nicht, wenn man ihn macht. Ja, aber wie kommen denn die da rein, die Löcher? Junge, jetzt löcher mich nicht mit deinen Löchern und geh zu Bett. Marsch, spät. Nein, Papa, erklär mir doch erstmal, wie die Löcher im Käse. Bumm, Katzenkopf. Ungeheuerliches Gebrüll. Klingel, Onkel Adolf. Na, Mauern. Na, wie geht's? Wie geht's? Was machen die Kinder? Mensch, Tobi, was schreist du denn so? Na, ich will wissen. Sei still. Na, er will wissen. Also bring doch den Jungen ins Bett und lass mich mit der Dummheit in Ruhe. Komm, Adolf, wir gehen so lange ins Herrenzimmer. Hier wird gedeckt. Onkel Adolf. Na, gute Nacht, du alter Schrei, heißt du, hör doch bloß mal, was hat er denn? Ach Gott, Margot wird mit ihm nicht fertig, nicht? Er will wissen, wo die Löcher im Käse herkommen, und sie hat sie nicht erklärt. Na, danke, du, ich rauche jetzt nichts. Sag mal, weißt du denn, wo die Löcher herkommen? Das ist doch eine komische Frage. Natürlich weiß ich, wo die Löcher im Käse herkommen. Die entstehen bei der Fabrikation durch die Feuchtigkeit. Das ist ganz einfach, ne? Oh, mein Lieber, dass ich Junge ein schönes Zeug erklärt, du. Das ist überhaupt keine Erklärung. Nun, nimm es nicht übel. Das ist aber komisch. Kannst du mir denn erklären, wo die Löcher im Käse herkommen? Na Gott sei Dank kann ich das. Na, also bitte. Also, die Löcher im Käse entstehen durch das sogenannte Casein, nicht, was in dem Käse drin ist. Das ist doch Quatsch mit. Nee, das ist kein Quatsch. Das ist wohl Quatsch. Denn mit dem Casein hat es überhaupt nichts zu tun. Na, Martha, na, Oskar, bitte dem Platz, wie geht? Überhaupt nichts zu tun. Was schreitet ihr denn da schon rum? Papa, nun bitte ich dich um alles in der Welt. Oskar, du hast das studiert, du bist Rechtsanwalt. Ha, haben, die,
Haben die Löcher im Käse irgendetwas mit Casein zu tun? Oskar. Nein. Also die Käse im Löcher. Nee, ich wollte sagen, die Löcher im Käse. Die rühren daher, also die kommen daher, dass sich der Käse durch die Wärme bei der Gärung zu schnell ausdehnt. Hohngelächter der plötzlich verbündeten reisigen Helden Papa und Onkel Adolf. Und ich erkläre nur, der Käse dehnt sich aus. Hast du das gehört? Eintritt Onkel Sigismund, Tante Jenny, Dr. Guggenheimer und Direktor Flaggerland. Großes Guten Abend, wie geht's? Und Handelsmann, Risiko, aus einer Löcherkiste, wird gleich gegangen. Bitte. Dann erkläre du, Onkel Sigismund. Also, die Löcher im Käse kommen daher, dass ihr der Käse bei der Gärung vor Kälte zusammenzieht. Anschwellendes Rhabarber, Humor, dann großer Ausbruch mit vollbesetzten Orchester. Vor Kälte, hast du schon mal kalten Käse gegessen? Na gut, dass Sie keinen Käse machen, Apollant, vor Kälte. Onkel Siegeswort beleidigt, ab in die Ecke. Jetzt kommt Dr. Guggenheimer. Also, bevor man diese Frage entscheiden kann, müssen wir erst mal fragen, um welchen Käse es sich überhaupt handelt. Ja, das kommt nämlich auf den Käse an. Mama, um Emmentaler. Ja, wir haben ihn gestern gekauft, du Martha. Ich kaufe es jetzt immer bei Danzel. Mit Mischnewski bin ich nicht mehr so zufrieden. Dann ist euch Rosine doch oben geschickt. Ach, die waren ja ganz... Doktor, guck mal. Also, wenn es Emmental war, ist die Sache doch ganz einfach, nicht? Emmentaler Löcher, weil ein Hartkäse ist, nicht? Alle Hartkäse haben Löcher. Direktor Flaggerland. Da muss er wieder mal ein Mann des praktischen Lebens kommen. Die Herren sind ja größtenteils Akademiker. Niemand widerspricht. Eier, Löcher im Käse sind Zerfallsprodukte beim Gärungsprozess. Ja, der Dingsbums, der Käse, der zerfällt eben. Weil der alle Daumen sind nach unten gerichtet. Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Mensch, das weiß ich auch, mit chemischen Formeln ist die Sache nicht gemacht. Eine hohe Stimme. Habt ihr denn kein Lexikon? Sturm auf die Bibliothek. Heiße, Schiller, Goethe, Bölsche, Thomas Mann, altes Poesiealbum. Wo ist denn? Ja, richtig. Ja, Grobkeit bis Kerbtiere. Ah, Kanzel, Kapital, Kapitalertragssteuer, Karpatsche, Kartatsche, Karwoche, Käse. Lass mich mal. Geh doch weg. Also. Die blasige Beschaffenheit mancher Käsesorten rührt her von einer Kohlensäureentwicklung aus dem Zucker der eingeschlossenen Molke. Alle unison. Hast du da, was habe ich gesagt? Na, eingeschlossene Molke und ist. Wo geht das weiter? Mord! Hast du eine Seite aus dem Lexikon rausgeschnitten? Ja, das ist doch unerhört. Wer war denn hier im Bücherschrank? Sind die Kinder? Komm, schließt du denn den Bücherschrank nicht ab? Da war schließt du den Bücherschrank nicht ab. Ist gut. 100 Mal habe ich dir gesagt. Schließt du ihn ab? Nun, lass doch mal. Also, wie war das? Ihre Erklärung war falsch. Meine Erklärung war richtig. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Nein, Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Ich habe gesagt, dass sich der Käse erhitzt. Na, also? Haben Sie doch nichts von der kohlensauren Zuckermolke gesagt, wie da drin steht. Was du gesagt hast, war auch Blödsinn. Was verstehst du denn von Käse? Du kannst immer Bolles Ziegenkäse vom alten Holländer unterscheiden. Ich hab vielleicht mehr alten Holländer in meinem Leben gegessen wie du. Spuck nicht, wenn du mit mir sprichst, ja? Und nun, reden alle mit einem Mal. Man hört, betrachte dich gefälligst anständig, wenn du bei mir zu Gast bist, saurige Beschaffenheit der Muckerzocke. Mir überhaupt keine Vorschriften zu machen. Bei Schweizer Käse, ja. Bei Emmentaler, nein. Du bist ja nicht bei mir zu Hause. Hier sind anständige Leute. Ja, wo denn? Das nimmst du zurück. Das nimmst du sofort zurück. Ich lasse in meinem Hause meine Gäste nicht beleidigen. Du gehst mir sofort aus dem Haus. Ich bin froh, wenn ich erst raus bin. Dein Fraß brauche ich nicht. Du betrittst nicht mal meine Schwelle. Aber meine Herren, das ist... Sie hat doch überhaupt den Mund. Sie gehört doch nicht zur Familie. Das habe ich noch nicht gefrühstückt. Sehen Sie mal, ich als Kaufmann, hören Sie doch mal zu. Wir hatten im Kriege einen Käse. Das war keine Versöhnung. Mir ganz egal. Wenn du platzt, dir wird es betrogen. Und wenn ich mal sterbe, betrittst du nicht mehr mein Haus. Erbschleicher. Hast du
Und dann, ich sag's aber ganz laut, damit das alle hören. Erbschleicher. So, du geh hin und verklag mich. Lümmel, ein ganz fauler Lümmel. Kein Wunder bei dem Vater. Ach so, und deine, wo ist denn deine Frau her, wa? Oh. Raus, du Lümmel. Ja, wo ist mein Hut? In so einem Haus muss er seine Sachen aufpassen, wa? Oh, das wird noch ein juristisches Nachspiel haben, du Lümmel. Ja, sieh mir auch. In der Türöffnung erscheint Emma aus Gumbin und spricht: Die Frau ist sich angerichtet. 4 Privatbeleidigungsklagen, 2 umgestoßene Testamente, 1 aufgelöster Soziusvertrag, 3 gekündigte Hypotheken, 3 Klagen um bewegliche Vermögensobjekte, 1 gemeinsames Theaterabonnement, 1 Schaukelstuhl, 1 elektrisch heizbares Bidet, 1 Räumungsklage des Wirts. Auf dem Schauplatz bleiben zurück. Ein trauriger Emmentaler und ein kleiner Junge, der die dicken Arme zum Himmel hebt und den Kosmos anklagend weit in Halle ruft: Mama, wo kommen die Löcher im Käse her?